In Dresden, genauer gesagt im berühmten Taschenberg-Palais, findet angeblich ein wichtiger internationaler Kongress statt. Es geht um Wirtschaft und Integration. Eingeladen sind zahlreiche Gäste. Unter anderem der portugiesische Finanzminister, der spanische Wirtschaftsminister und der Vizeaußenminister der Volksrepublik China. Alle unsere Lockvögel. Genau wie die deutsche Staatssekretärin für Wirtschaftsfragen, die sie eingeladen hatte. Hallo. Guten Tag, Camilla Reichel. Für jeden Minister wurde eine Dolmetscherin engagiert. Die wird so nett sein und sie dolmetschen. Oh, das ist lieb von Ihnen, danke. Und die werden wir in die verrückteste Situation ihres Dolmetscherlebens bringen. Es geht um vertrauliche Gespräche in persönlicher Atmosphäre. Dafür haben wir eine repräsentative Suite angemietet. Und die Dame wird übersetzen. Prazer, prazer. Espero que não tenha dificuldades em perceber, sim. Não. Ich wünsche gute Geschäfte und bin in Ihrer Nähe. Dankeschön. Dankeschön. Zunächst muss ein kleines Missverständnis ausgeräumt werden. Der ausländische Gast hatte eigentlich damit gerechnet, auf jemand ganz anderes zu treffen. Desculpe, diga-me outra vez o seu nome. Eu estou pouco confuso. Er ist ein bisschen durcheinander und er möchte gerne wissen, wie Sie heißen. Sim, foi me comunicado que eu me encontraria com a chanceler, a senhora Merkel, aqui, um encontro informal. Okay. Ah, er wusste nicht, dass er dachte, er würde sich mit der Frau Angela Merkel hier treffen würden. Oh, mein Name ist Merkel. Und es ist mir natürlich wahnsinnig peinlich, wenn er davon ausgegangen ist, dass natürlich hier die Bundeskanzlerin zu diesem Gespräch erscheinen wird. Afinal de contas, para ser sincero, eu prefiro falar com uma senhora tão atraente do que com a chanceler. Er spricht lieber mit so eine attraktive Frau wie Sie, als mit der Chancellor. Aber naja, danke für das Kompliment. Okay. Auch der Spanier zeigt, dass er was von Machismo versteht. Una linda señorita que con la señora Merkel. Es ist schön, mit einer hübschen Frau Englisch zu sprechen. Danke für das Kompliment. Die ersten Peinlichkeiten sind übersetzt. Jetzt geht's um große Politik. Und zwar möchte ich gern heute mit Ihnen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit unserer beider Länder sprechen, wie wir die vertiefen können. Bueno, entonces, hablemos claro. Hablemos claro. Corrijan a la canciller, que no esté comandando las cosas que nosotros tenemos que hacer. Sprechen wir klar jetzt. Ich möchte, dass Sie die Kanzlerin Bescheid sagen, dass sie soll das Land nicht kommandieren, was sie eigentlich machen sollten. Hablando en buen castellano, un carajo el trabajo conjunto. Ups, ob sie das Wort wörtlich übersetzen wird? Es mit dem Castellan hat ein Wort benutzt. Sie können mir ruhig die Wahrheit sagen. Ich habe das Gefühl, Sie trauen sich nicht mir zu sagen, was er Ihnen gesagt hat. Ja, er hat gesagt, Mist, wir werden machen, so wie wir wollen. Aha. Ja. Mhm. Naja, das kann man mit viel gutem Willen durchgehen lassen. Und wie mutig ist die Chinesin? Okay, ehrlich sagen, dass ich zusammenarbeite, das ist sinnlos. Jetzt das Gleiche nochmal auf gut Portugiesisch. Eles também dizem, o povo, nós cagamos no pacote de ajuda europeu. Eu devo traduzir mesmo com as palavras? Sim, sim, claro, isto é um encontro informal, sim, sim. Er hat gesagt, dass Sie, die Portugiesen haben gesagt, dass Sie eigentlich auf dem Konjunkturpaket oder auf diesem Euro-Rettungspaket hingeschissen haben. Gekackt haben. Oh. Mhm. Also Herr Minister, dann muss ich ihn wirklich bitten. Also ich bestehe darauf, dass Sie mir mehr Einzelheiten für den geplanten Euro-Austritt Ihres Landes Portugals nennen. Trotz des brisanten Themas interessiert den Minister Politik plötzlich nur noch am Rande. Die Dolmetscherin übersetzt und der Staatsgast balzt. Bom, senhora Merkel, eu tenho uma ideia. Se nós continuássemos este diálogo agradável hoje à noite, só nós os dois, acompanhados por talvez uma boa garrafa de vinho do Porto. Er hat gesagt, dass vielleicht, wenn Sie heute Abend mit ihm mit einem Vinho do Porto Flasche vielleicht Gesellschaft bieten würden, würde er mit Ihnen mehr darüber sprechen.
Senhora Merkel, eu também teria o maior prazer em mostrar os outros quartos desta suite, sabe? Eu würde gerne auch die andere Räume dieses Hotels, dieser Suite hier Ihnen zeigen und so, jetzt sagen Sie diesem Antonio Banderas Double, dass ich verheiratet bin und dass ich das ziemlich mies von ihm finde und ich habe kein Interesse an ihm. Okay. Frau Merkel sagte, dass sie ela disse que ela é casada, que ela não tem interesse no senhor e por favor, que o senhor é um dublê do Antonio Banderas e por favor, pare com isso. Apaixonei-me e digo sinceramente pelos seus olhos bonitos. Sim. Auch dem spanischen Wirtschaftsminister wird unmissverständlich klargemacht, dass Frau Merkel einen Ehemann hat. Não importa, eu não sou celoso. Es ist egal, er ist nicht eifersüchtig. Nicht eifersüchtig? Me encantan las mujeres rubias. Ich mag die blonde Frauen. Was soll ich ihm daraufhin jetzt sagen? Was soll ich Ihnen sagen? Bueno. Sie müssen es ihm schon übersetzen, sonst... ¿Qué le puedo decir? No sé, me encanta. Dile que me encanta. Für die Dolmetscherin völlig unerwartet platzt ein Kamerateam der ARD in das Gespräch. Entschuldigen Sie bitte, Herr de Osma, Frau Merkel, ein Kamerateam wäre jetzt bereit. Wir hätten in 2 Minuten eine Live-Schaltung, Tagesschau, ARD. Oh. Viene la televisión y quiere hacer una... viene la televisión ARD de Alemania y quiere filmar. Aha. Live für die Tagesschau übersetzen, eine große Aufgabe mit großen Überraschungen. Wenn Sie bitte dann auch wortwörtlich wieder übersetzen könnten, wir sind dann live auf Sendung. 3, 2, 1 und bitte. Señoras y señores. Señoras y señoras. Señoras y señores, ahí en español. Damen y Herren. Es de que he encontrado a una linda dama. Ja, eine sehr hübsche Frau gesehen. Pela qual eu me apaixonei perdidamente. De mich wahnsinnig verliebt bin. Perdão. A senhora quer casar comigo? Eu já sou casada. Möchtest du mich heiraten? Então não quer casar comigo? Nein. Kann nicht, möchte auch nicht. Und all das live in der Tagesschau. Die Dolmetscherinnen müssen glauben, hier sind alle komplett verrückt geworden. Que tú te cases conmigo, corazón. Dass ich ihn heirate. ¿Qué me dices? Bin ich verheiratet. Ah, estás casada. Gracias. No importa, no, entonces sí, que se case conmigo. Möchte ihn heiraten. Du willst mich heiraten, wirklich? Claro. Wirklich? Sí, sí. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Ya nos casamos. Sí. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Wenn wir heiraten. Si nos casamos. Wird unsere Dolmetscherin unsere Trauzeugin. Que yo sería el testigo de su matrimonio. Wir heiraten im Fernsehen. Y nos casamos en televisión. 20:15 Uhr. A las 20 horas. In der Fernsehsendung. En la televisión. Verstehen Sie Spaß? Entiende Spaß, entiende Bromas. Kamera oculta. Exacto. Kamera oculta. Er hat es verstanden? Ja. Ja, noch nicht. Haben Sie es verstanden? Ja. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß?